Hallo meine lieben Damen und Herren, zurück bei einer neuen Episode mit Hyper Light Drifter, wo wir in der letzten Folge den letzten Obelisken aktiviert haben, also diese Riesen-Obelisken, die immer dann erscheinen, wenn wir einen Boss gemacht haben. Und jetzt sind auch hier im Dorf alle vier aktiviert. Deswegen werden wir jetzt mal sehen, was zur Hölle da jetzt eigentlich abgeht. Okay, im Dorf ist zumindest momentan noch alles ziemlich cool. Scheint niemanden zu jucken, dass hier jetzt diese Obelisken aktiviert sind. Hierfür fehlen mir leider noch ein paar Schlüssel. Schade, schade. Was passiert hier jetzt? Okay, ich könnte das aktivieren. Könnte ich. Will ich das schon? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Ich könnte zumindest mal, wie viele Upgrade-Pünktchen habe ich denn? 5 Stück. Dann können wir uns doch noch irgendwas holen. Gucken wir doch mal hier zum Schwertmeister, was der mir so anzubieten hat. So eine Mega-Dash. Oder einen aufgeladenen Angriff. Ah, nehmen wir den aufgeladenen Angriff. Ist doch sicherlich nicht so schlecht. Muss ich mir nur merken, dass ich den jetzt auch habe. Wobei, wir könnten jetzt auch noch... Wir haben ja mittlerweile schon ein paar Schlüssel. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war hier im östlichen Gebiet eine Tür, die nur einen Schlüssel benötigt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube auch noch ungefähr zu wissen, wo die war. Glaube ich mal. Dafür musste ich... Nee, da ging ich ja dazu mal rechts rein und kam dann unten irgendwo wieder raus. So irgendwo war das. Kann ich hier eigentlich auch irgendwo übers Wasser laufen? Nee. Ich schätze mal, da entlang bin ich schon gegangen. Oder muss ich hier überhaupt auch hin? Nee. Okay, aber so kommen wir auch wieder zurück. Ja, warte mal, ist da ein Schalter? Aha. Das ist doch mal was Neues hier. Ach nee, nicht schon wieder sowas. Naja. Och, Leute, ey, wieso muss das immer so kompliziert sein? Wer baut denn bitte schön solche Plattformen hier? Nein! Fuck you! Ach, zu weit. Ah. Das war dumm. Och, geschafft. Okay, bitte mal heilen. Hier ein Upgrade-Pünktchen und hier gibt es, glaube ich, auch wieder einen Schlüssel. Tatsache, es ist ein Schlüssel. Jetzt haben wir also 5 an der Zahl. Aha, hier war ich anscheinend schon mal. Gut zu wissen. So war das hier, wo ich diese eine Tür hatte. Mit einer Schlüsselanzahl, die ich, glaube ich, öffnen kann. Und ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, ja gut, dann werden wir einfach mal weiter gucken. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Bin ich denn hier wirklich richtig? Kann ich hier nicht durch? Ach, da kommt noch Dicky. Au! Mistvieh! Na komm, schieß. Und schieß nochmal. Haha. Ach, ich mag das Reflektieren. Finde ich klasse.
Okay, die sind erledigt. Ich glaube, die Tür war hier links. Ja, da ist eine Tür. Und die braucht nur einen Schlüssel. Geil. Midi-Pack nehmen wir mit. Sehr schön. Ja, zumindest eine Schlüsseltür geöffnet. Immerhin. So, du explodierst bitte mal. Danke. Jetzt ist natürlich die große Frage, was wird es hier geben? Hier ist zumindest mal irgendein Geheimnis, oder? Haha! Meins! Ach, natürlich. Flammenwerfer. Gute alte Flammenwerfer. Wer findet sie nicht toll? Ach, Ajemini. Okay, hier mal schön aufgeräumt. Dafür lohnen sich doch die Bomben aber sowas von. Ey, wer schießt hier auf mich? So, einer weniger. Au! Echt, jetzt trifft er mich tatsächlich, dieser miese kleine Sack. Oh! Ein neues Viereckchen oder Dreieckchen oder was auch immer. Ich habe bis jetzt noch immer keine Ahnung, was diese Teile eigentlich bedeuten. Ich finde auch schade, dass ich die einen aus dem einen Gebiet nicht auf ein anderes Gebiet verwenden kann. Das ist schon ein bisschen schade. So, hier, hier, da, da. Und hier. Eine neue Ausrüstung. Okay. Was genau mir die eigentlich bringen oder ob die wirklich nur farbliche Änderungen sind oder ob die irgendwelche anderen Eigenschaften haben, ich weiß es nicht. Wird einem ja aber auch nie irgendwo erklärt. Oh, zu weit gesprungen. Ah, fuck you. Okay, wer hat das hier mal erledigt? Jetzt würde mir aber auch keine andere Tür mehr einfallen, die noch Schlüssel benötigt. Zumindest nicht so wirklich auf die Schnelle. Also keinen Plan. So, kann ich mich von hier unten aus eigentlich gleich teleportieren oder muss ich dafür eigentlich an der Oberfläche sein? Ich glaube nicht, oder? Momentchen mal. So, so. Da wollen wir hin. Das Blöde wäre jetzt aber halt wirklich, wenn wir hier jetzt schon Richtung Ende gehen und ich habe also wirklich das Gefühl, dass ich hier noch einfach wahnsinnig viel übersehen habe. Das würde mir dann schon ein bisschen auf den Sack gehen. Aber na gut. Gucken wir einfach mal nach. Was hier jetzt passiert. Es geht natürlich nach unten. Wohin denn sonst? Ach du meine Güte. Wo sind wir denn hier jetzt? Ich kann mich zumindest mal nicht bewegen. Aber meine Güte, es geht fucking weit nach unten. Ah. Okay. Och nee, nicht schon wieder Bluthusten. Einfach nur mal über die unsichtbare Brücke gehen. Das ist leider nichts. Hoch, ist da hinten gerade irgendwas? Irgendwas fliegt hier herum. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder habe ich hier kurz irgendein Monster? Da unten war schon wieder. Irgendwas ist hier. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist hier. Irgendwas beobachtet uns. Da war schon wieder.
Alter, wie weit nach unten geht's denn hier, bitteschön? Okay, da hinten sehe ich mal eine Tür. Hier kann ich nichts machen. Ich hänge fest. Ah, jetzt geht's wieder. Und das ist doch schon wieder eine Boss-Tür. Na gut. Wenn es denn sein muss, dann muss es halt sein. Oh Mann. Wo kommen wir denn hier jetzt nur hin? Ich finde das alles nicht so wirklich gut und hier liegen haufenweise Medipacks. Ay, mios Dios. Das kann jetzt ein Spaß werden. Oh, und da ist dieses Symbol. Was zur Hölle passiert denn hier? Das ist nicht gut. Wow. Oh ja, nee, ist klar. Ja, natürlich. Ach, und ich springe direkt rein. Ach, nee. Ja, ey. Boah, ey. Ja, ist klar. Ist klar. Ist alles logisch. Ach. Boah, ich glaube nicht, dass ich den Typen beim ersten Mal schaffen werde. Nein, ach, direkt reingelaufen. Ja, was passiert denn jetzt? Es ist auf einmal Fenster hier. Was? Was passiert denn hier? Oh, ja, natürlich. Boah, ey. Alter, der Typ hat aufs Maul. Alter Schwede. Oh Mann. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Ach, jetzt kommt der Angriff. Okay, jetzt kommt wieder das. Dann spuckt er wieder sein Feuer. So, macht er es nach unten? Na, nach unten, ja. Ach. Wie ich bei den Mistteilen einfach jedes Mal mittendrin stehe. Boah, ey. Das ist ein nerviger kleiner Mistsack. Aber sowas von nervig. Mann. Ha, ich ging voll daneben. Voll Idiot. Oh, ich muss weg. So, was kommt jetzt? Wieder das hier. Ach, jetzt kommen die Zacken. Ach, boah, ey. Uppala, eigentlich wollte ich mich heilen. So, nochmal deine Bullet Hell Scheiße. Jetzt kommt wieder der Mist. Kennen wir doch alle schon. Schon langsam weiß ich deine bescheuerten Tricks. Ach, jetzt kommen wieder diese Minen. Kann ich aber auch, glaube ich, nicht treffen. Doch, kann ich sogar. Naja, zumindest ein paar weniger. Ha! Ging voll daneben. Nein! Ach, das hat mich aber erwischt. Ach, nochmal. Das war fies, mein Freund.
So, nochmal. Natürlich machen wir es nochmal. Der Crap. Es ist ja alles mittlerweile halbwegs easy. So, zwei haben wir weg. Den Rest, ja, muss ich jetzt halt ausweichen. Geht nicht anders. Boah, aber die Attacke geht mir noch immer am Sack. Kleines bisschen. Auch schon wieder Minen. So, eins. Nein, die letzte treffe ich auch noch. Na, geht doch. Alter! Ja, natürlich! Muss der Penner so verdammt schnell sein? Och, ey. Aber schon langsam läuft's besser. Schön langsam, aber sicher. Ja, ja. Was magst du als erstes, hä? Natürlich den Mist. Was denn sonst? Was anderes kannst du ja auch nicht. Da muss ich sagen, ist es echt praktisch, dass ich diese Reflektierattacke mit dem Schwert habe. Damit kann man ihn eigentlich ganz gut treffen, wenn er den Scheiß hier macht. So, jetzt gehen wir wieder wahrscheinlich in die Mitte. Ach, jetzt kommt das schon wieder. Na, kommt her. Ach, kann doch nicht sein, dass ich das hier gerade nicht treffe, oder? Ich glaube schon, langsam wird er auch ein bisschen aggressiv, hä? Verdammt doch mal. Na, bei der Hälfte von seinen HP haben wir ihn ja zumindest schon mal. Immerhin. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich wieder seine Ansturmattacke. Ja. Aber nicht mit mir, Freundchen. Alter, ich treff nix. Oh, shit. Oh, das lief nicht so gut, aber ich glaube, hier stehe ich sicher. Ja, tue ich. Ah, fuck you. Ah, fuck you. Fuck, genau reingesprungen. Ich sollte mich besser wieder heilen. Lange macht er es jetzt ja sowieso nicht mehr. Und ich hoffe nur, ich überlebe das hier. Ach, nicht schon wieder, ey. Drei sogar erwischt. Das lief doch mal gut. So, und ein paar letzte Pistolenschüsse drauf. Und du bist erledigt. So, wir sollten hier vielleicht, wenn hier alles einbricht, vielleicht besser abhauen. Klingt nach einem Plan. Yay, Hundi ist wieder da. Kann ich mich eigentlich heilen? Nein, bringt mir leider nichts. Wir müssen hier raus. Und zwar fix. Du könntest mir vielleicht ein bisschen helfen, hä? Du merkst wohl, dass ich ein paar Probleme habe. Aber nee, du läufst einfach weiter. Anstatt, dass ich auf dir reiten könnte oder was weiß ich. Was zur Hölle ist jetzt schon wieder los? Wo gehen wir denn hin? Ach, wir sind wieder an unserem schönen Lagerfeuer. Da, wo die Reise eigentlich begonnen hat.
Alles klar, und das ist anscheinend, wenn hier jetzt schon der Abspann läuft, das Ende von Hyper Light Drifter. Und ja, irgendwie finde ich es jetzt ein bisschen blöd, dass ich anscheinend doch am Anfang sehr viel übersehen habe, was diese Geheimbereiche angeht. Das finde ich ein bisschen doof. Da hätte ich vielleicht vorher schon ein bisschen mehr darauf achten sollen. Das wäre echt interessant gewesen, wobei ich halt am Anfang auch nicht wusste, dass es in jedem Gebiet mehrere von diesen Vierecken oder Dreiecken oder was auch immer gibt. Ich dachte immer, es sind die vier und mehr gibt's nicht. Bis ich dann mal irgendwann im dritten Gebiet draufgekommen bin, okay, es gibt mehr. Ja, war vielleicht... Ja, könnte man sagen, war von meiner Seite aus dämlich. Man kann sogar ganz sicher sagen, das war von meiner Seite aus dämlich, aber egal. Aber nichtsdestotrotz finde ich ein schönes Spiel, welches auch von Kickstarter gekommen ist. War schön. Ich meine, was die Story jetzt war, ich habe keinen Plan. Ich verstehe es nicht. Sollte ich vielleicht ein bisschen nachlesen. Genauso wie mit den Rätseln und alles drum und dran. Das war, ich bin einfach viel zu spät auf Sachen draufgekommen. Das war nicht so geil. Aber hey, was Grafik, Sound und vor allem das Gameplay angeht, da kann das Spiel echt mit den Größten mithalten. Besonders das Kampfsystem, das war richtig gut gemacht. War zwar auch anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man da mal reingekommen ist, dann war das richtig schön schnell und auch ein bisschen taktisch. Und im Großen und Ganzen ein richtig guter Job, den die hier gemacht haben. Also, wer auf solche Spiele steht, der kann hier gerne ohne Bedenken zugreifen. Mittlerweile muss man ja auch sagen, dass die Entwickler auch schon einen Koop-Modus eingebaut haben, aber leider nur momentan lokal, also an einem Rechner. Aber es soll ja auch noch, soweit ich weiß, eine PlayStation 4 Version kommen von dem Spiel. Bei der Xbox bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, glaube ich, nur momentan von der PlayStation, aber ob der Xbox eine Version kommt, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz. Schönes Spiel, kann man sich gerne holen, wenn man auf schnelle Kämpfe steht und auch ein bisschen rätseln mag. Und ich muss auch sagen, das Ganze hat mich auch irgendwie, diese Story und die Rätseleinlagen und auch diese Sprache, die hier immer auf diesen Obelisken verwendet wurde, das hat mich ein bisschen an Fez erinnert. Wer das kennt, ein richtig schönes Rätselspiel, wo man auch die Hälfte nicht versteht. Aber es war trotzdem irgendwie Spaß. Aber naja. War ein schönes Spiel. Auch vielleicht, naja, kurz, wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, was habe ich jetzt gespielt? 8-9 Stunden, irgend sowas in die Richtung. Und für die 15 Euro sind es, glaube ich, der Preis. Mann, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ach, verdammte Scheiße. Naja. Ihr könnt ja einfach mal auf Steam gucken. Da steht das alles. Gar kein Problem. Und ja, jetzt muss ich mir natürlich wieder überlegen, was mache ich als nächstes? Was kommt denn in nächster Zeit so raus? Mirror's Edge würde bald rauskommen. Das wäre doch mal was. Wenn sie es nicht wieder verschieben. Aber ich glaube, da habe ich schon eine Idee. Habe ich schon eine Idee, was ich als nächstes angehe. Und ja, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank an alle euch da draußen, die zugeguckt haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.